Ja, herzlich willkommen aus meinem Informationskanal der vedischen Astrologie. Mein Name ist Gerhard Feiner und ich bin hauptberuflich tätig als Lehrer und Berater der vedischen Astrologie. Ja, in diesem circa 20-minütigen Kurzvideo geht es um die Deutung der Sterne für den kommenden Monat, nämlich den Februar 2017. Ich lege dabei in der vedischen Astrologie nicht Ihr Sternzeichen, sprich Ihr Sonnenzeichen, das Sie aus der westlichen Astrologie kennen, zugrunde, sondern Ihren Aszendenten, denn es gibt ja 12 verschiedene Aszendenten, ne? Widder, Stier, Zwilling und so weiter. Und so müssten Sie wissen, was Ihr Aszendent ist. Sollten Sie Ihren Aszendenten nicht kennen, ja, dann habe ich für Sie unterhalb dieses Videos einen Link vorbereitet, wie Sie mir Ihre Geburtsangaben schicken können, und ich teile Ihnen gratis mit, was Ihr Aszendent ist, damit Sie wissen, welches der 12 Zeichen eben für Sie vom Video auszuwählen ist, ja, ob Sie sich den Widder für Februar anschauen oder den Zwilling oder den Wassermann, denn es gibt für alle 12 Aszendenten eben ein Video für den Februar. Ja, dann möchte ich nur noch mal auch darauf hinweisen, auf das weiterhin bestehende Angebot. Sie können für nur 7 Euro die vedische Astrologie-Schule testen. Sie sehen hier unten den Link eingeblendet und haben dadurch ja wirklich für ein Little Investment eine tolle Möglichkeit, mal auszuprobieren, reinzuschnuppern, wie Ihnen denn so der Stoff, die Videos, die Audios, das Forum der vedischen Astrologie gefällt, um damit Ihr eigenes inneres Universum anhand der indischen Astrologie zu durchleuchten. Ja, dann auch neu, das möchte ich nochmal ansprechen, Sie können mir jetzt auf Facebook auch folgen. Dort werden tagtäglich die neuen Zeitqualitäten gepostet und mittlerweile sind auch dort, ich glaube, 15 Gratis-Videos zum Deuten hinterlegt, was man sich anschauen kann über den amerikanischen Präsidenten und seine Wahl, über die Rolle des Mondes in der Astrologie und vieles, vieles mehr, was sicherlich auch schon sehr interessant ist. Und täglich gibt es neue Infos über die Zeitqualität. Ja, dann bevor wir noch loslegen, noch ein wichtiger Hinweis. Wir haben im Monat Februar 2 Finsternisse, nämlich in der Nacht vom 10. auf den 11. Februar eine Mondfinsternis und dann haben wir am 26. Februar, allerdings nicht sichtbar in Europa, eine ringförmige Sonnenfinsternis. Und ich möchte meine Meinung Ihnen eben hier oder meinen Tipp auch weitergeben bezüglich der vedischen Astrologie. Eklipsen oder wenn sozusagen das Licht der Sonne oder des Mondes verschlungen wird durch eine Eklipse, das betrachtet man als weniger günstig und deswegen ist es wichtig, dass in der Zeit 3 Tage vor oder nach einer Eklipse, also nach diesen Finsternissen, also 3 Tage vor 11. Februar oder danach, 3 Tage vor 26. Februar oder danach, keine wichtigen Entscheidungen fürs weitere Leben getroffen werden, denn die Erfolgsaussichten sind durch das Nach- und Vorwirken von solchen Finsternissen aus Sicht der vedischen Astrologie deutlich reduziert. Also treffen Sie Ihre Entscheidungen dann, wenn nicht das Licht der Königin oder des Königs am Himmel von Sonne und Mond verfinstert wird. Ja, dann sind wir soweit und legen los. Wie schaut die planetare Großwetterlage aus für Februar 2017? Nun wollen wir mal den Februar 2017 für Sie, Aszendent Steinbock, genauer anschauen. Und zwar haben wir ja da die Übersicht, wie sich die planetaren Kräfte verteilen im kommenden Monat Februar.
Und da sehen wir, dass die Sonne die meiste Zeit, ja, das Zeichen Wassermann und damit bei Ihnen als Aszendent Steinbock das zweite Haus, ja, ab dem 19. dann das dritte Haus besetzt. So haben wir hier eine gewisse Betonung, aber dann natürlich Saturn ist immer wichtig, der ist ja langfristig in Haus 12, ja, da werden wir uns schon auch nochmal unterhalten, beziehungsweise sehen wir Venus und Mars in Haus 4 und das deuten wir jetzt, weil hier waren so die Schwerpunkte. Wir beginnen mit dem König, Sonne, gefolgt von Merkur, die meiste Zeit im Wassermann, Haus 2. Was bedeutet das? Nun, Ihr Interesse gilt im Februar demnach verstärkt dem Thema, wie Sie Ihr Geld verdienen oder generell dem Thema Geld. Und das Thema Geld ist ja ein sehr, sehr wichtiger Lebensbereich und darüber gibt es auch sehr viel zu wissen und man kann hier auch sehr viel für sich zum Besseren verändern. Denn das Geldverdienen, ja, die sollte nicht mit Härte stattfinden. Uns wurde ja so beigebracht, das kennen Sie vielleicht auch, ja, im Schweiße deines Angesichts, ja, und soll man sich abplagen und steil ist der Weg der Karriere und nur mit Schweiß und. Ja, das sehe ich nicht so und das möchte Ihnen auch das vedische Horoskop sagen, dass Sie da mal genauer hinschauen. Denn Sie haben Sonne und Merkur im zweiten Haus und das zweite Haus zeigt auch mal primär an, wie wird das Geld verdient. Da die Sonne beteiligt ist, möchten Sie doch mal überprüfen, inwieweit Sie das Geld, das Sie benötigen, wirklich benötigen, wobei Sie kommen mit wenig aus, wenn es sein muss als Steinbock, ne, das ist ein Saturnzeichen, inwieweit Sie das Geld, das Sie verdienen, in Übereinstimmung mit Ihrer natürlichen inneren Wesensart wirklich verdienen. Sind Sie mit dem wirklich so alles einverstanden, wie Ihr Geld verdient wird? Weil in dem Moment, wo Sie natürlich einer Firma dienen oder einem Chef, unterstützen Sie ja das dort, was dort produziert, gemacht, beworben oder was auch immer wird. Und Sonne in Haus 2 verlangt von Ihnen, oder verlangt ist vielleicht das falsche Wort, gibt Ihnen den Impuls, verstärkt mal zu überlegen, Mensch, ist das, wie ich mein Geld verdiene, in Übereinstimmung damit, mit meinen Idealen und Vorstellungen, mit meiner Kreativität oder mit meiner Vorstellung einer guten oder besseren Welt. Und das können Sie für sich im Februar mehr wie sonst gut überprüfen. Nun haben Sie ja Merkur auch im zweiten Haus. Das ist die Kraft, das Bewusstsein, mal auch genau die Finanzen zu checken. Wie viel Geld braucht man denn überhaupt? Was ist wirklich nötig, damit Sie Ihre finanziellen Verantwortlichkeiten managen können? Und oft denken wir, wir bräuchten dies, das, jenes und letztlich der Mensch braucht eigentlich nicht viel, ja, und oft ist es ja eher so, dass ein hoher Einkommensbedarf uns davon abhält, Veränderungen vorzunehmen, um zu einem glücklicheren, erfüllten Berufsleben finden zu können. Ja, weil wir uns finanziell verstrickt haben. Und mit Sonne und Merkur in Haus 2 könnten Sie nun im Februar mal ein gutes Finanzmanagement machen. Machen Sie mal Ihre Steuererklärung, ja, das ist auch steht auch dafür, Sonne und Merkur in Haus 2, ne? Die Dinge, für die Sie verantwortlich sind, jetzt zu managen, was mit Geld zu tun hat. Ne? Und bei so einer Gelegenheit kann man doch mal genau schauen, ja, wo geht mein ganzes Geld hin? Ja? Was mache ich mit meinem Geld? Was kommt rein? Was geht raus? Von dem, was rausgeht, was könnte ich davon sparen? Oder was brauche ich davon wirklich von den Ausgaben? Ja, und diese Konstellation des zweiten Hauses hat aber auch was zu tun mit Ihrem Selbstwert. Ja? Denn Sie können Dinge im Außen
ja, nur einen Wert zumessen, wenn sie auch sich selbst, ja, entsprechend einen Wert zumessen. Ja, wir können, es funktioniert nicht, wenn wir zum Beispiel keine Selbstliebe haben, ja, uns nicht selbst wertschätzen, dann ist uns auch außen alles an Materie nicht so wichtig und wir können die Dinge nicht richtig beurteilen. Und so geht es von der psychologischen Seite im zweiten Haus auch darum, mehr Selbstachtung, mehr Selbstwert zu entwickeln. Und die steht sicherlich auch in Verbindung damit, wie Geld verdient wird. Denn sie sollten nicht unter einer harten Arbeit und überproportionalen Anstrengungen hier irgendwie leiden, sondern auch der berufliche Alltag soll Spaß machen, Kraft geben, Freude machen. Ja, sie sollen sich freuen, wenn sie dahin gehen können und das machen können. Ach, und jetzt mache ich morgen das und dann, das ist doch toll. Und wenn einfach Freude damit haben und nicht eben denken, ah, oh Mann, wann ist denn wieder Freitag? Ja, das kann nicht der Weg sein. Ja, und die Auseinandersetzung damit, ja, wie ihr Geld verdient wird, ja, da sollten Sie im Februar mal stärker hinschauen. Nun gehen wir noch weiter. Venus und Mars in Haus 4, das verspricht Freude, Leidenschaft im häuslichen Bereich. Vielleicht müssen Sie zu Hause was reparieren. Ja, das könnte hier gut ein Thema sein. Oder Sie wollen das zu Hause verschönern, ja, durch Reparatur. Und oder renovieren, dafür wäre diese Konstellation jetzt an für sich ganz günstig. Ne? Schon ein bisschen so in Richtung Frühlingsgedanken. Ne? Im Februar kommen dann schon die ersten wärmeren Sonnenstrahlen durch. Und das können wir doch gebrauchen, nachdem es ja jetzt im Winter wirklich richtig kalt ist. So, dann noch zu den langsam laufenden Planeten. Rahu, Jupiter und Saturn, die sind jetzt nicht nur im Monat Februar in diesen Positionen, sondern die sind ja viele Monate in der gleichen Position. Deswegen, das, was ich Ihnen jetzt zum Schluss noch sage, wirkt halt primär jetzt, also wirkt nicht nur im Februar, sondern längerfristig. Rahu in Haus 9 lässt Sie stärker hinterfragen, die große Frage zu beantworten nach dem Sinn des Lebens, wie Sie Ihr Leben ausrichten wollen, wie Sie Ihren Lebenspfad gestalten wollen. Das ist eine Sache, die ist schon seit Monaten am Wirken. Rahu wird noch, glaube ich, bis Mai diesen Jahres in der Position sein. Und das berührt auch so Fragen wie, ja, wozu fühle ich mich berufen, welche Ideale habe ich, für welches hohe Ideal, für welche Weltanschauung möchte ich mir zu eigen machen? Wie steht es mit der Entwicklung meines Glaubens? Ja, hier in diesen Fragen verspüren Sie Unsicherheit, was Sie aber gleichzeitig antreibt, eben bezüglich Antworten auf diese Fragen verstärkt tätig zu werden. Nun, Jupiter in Haus 10 lässt Sie gut Sinn finden in der Arbeit und das unterstützt jetzt auch nochmal, weil die Sonne im zweiten Haus ist, nochmal verstärkt die Frage, wie viel Sinn finden Sie in der Art und Weise, wie Ihr Geld verdient wird und ist das in Übereinstimmung mit Ihrer Vorstellung, Ihrer beruflichen Laufbahn und darauf Antworten mehr zu bekommen, ja, mit Jupiter in Haus 10, das begünstigt Ihre berufliche Entwicklung und es ist hier auch gewünscht, Sinn und Erfülltsein in der beruflichen Ausrichtung erfahren zu können. Ne? Nur, man muss das trotzdem immer wieder mal hinterfragen und mit Sonne in Haus 2 ist jetzt ein Monat der Hinterfragung, denn wir sind ja immer auf dem Weg, es geht ja immer weiter und meint man, jetzt hat man schon wieder ein Treppchen geschafft, jetzt ist ja gut. Jetzt haben wir ja schon das Optimum. Es geht immer weiter, ne? Und es gibt immer noch etwas zu verbessern, denn wir sollen doch wachsen. Ja, Saturn in Haus 12
Das ist ja eine Konstellation, die viele Monate so ist und bringt sie etwas in Kontakt mit dem Loslassen, vielleicht auch Verlusterfahrungen, aber manchmal müssen Dinge eben gekappt werden, ja, zurückgelassen werden, damit sie weiterziehen können. Deswegen sollte man einer Verlusterfahrung oder Trennungserfahrung, was halt hier so energetisch am Wirken ist, nicht jetzt skeptisch hinterher schauen. Es ist eine Sache, die aber auch nicht nur jetzt im Februar wirkt, sondern mit Saturn in Haus 12 gibt es die Tendenz, die Abgeschiedenheit zu suchen, etwas auftanken zu wollen, indem man sich mehr rausnimmt aus dem Hamsterrad. Und da darf ich Ihnen nur zusprechen als Aszendent Steinbock, denn die Steinböcke sind in der Regel sehr arbeitsam, pflichtbewusst, verantwortungsbewusst, wollen die schlafen schon halber im Büro, ne, vor lauter Liebe und Verantwortungsbewusstsein zur Arbeit und finden ja darin auch ihre Freude, wie jetzt wieder hier mit Jupiter in Haus 10. Aber es braucht auch Auszeit zum Auftanken. Und hierin möchte also ein Gleichgewicht gefunden werden, dass Sie sich das auch mal anschauen, wie können Sie sich auch mal rausnehmen aus dem Hamsterrad. Ja? Oder ein Gleichgewicht schaffen, dass Sie dafür sorgen, Ihre Arbeitskraft langfristig erhalten zu können, weil Sie auch für entsprechende Pausen, Ruhe, Rückzug, nach innen gehen, Auszeit, Erholung, ja, und so weiter sorgen. Ja, das war nun für Sie Aszendent Steinbock, der Februar 2017. Ja, zum Schluss nochmal eben kurz die wichtigsten Informationen. Bitte bedenken Sie, dass die Deutung vorgenommen worden ist anhand Ihres Aszendenten, nicht anhand des Stern- oder Sonnenzeichens, wie Sie das von der westlichen Astrologie kennen. Falls Sie Ihren Aszendenten nicht wissen, können Sie mir gerne Ihre Geburtsangaben schicken und ich teile Ihnen gratis, kurzfristig, binnen 1 bis 2 Tagen Ihren Aszendenten mit, damit Sie wissen, welches dieser 12 Videos für Sie das Richtige ist. Ja? Dann nach wie vor Angebot, wenn Sie sich selbst mehr erforschen möchten, anhand der vedischen Astrologie, der Astrologie Indiens, dann haben Sie nach wie vor die Möglichkeit, für nur 7 Euro die Schule für 30 Tage lang mal zu testen, den Lehrstoff, die Videos, was Ihnen da geboten wird. Hier unten sehen Sie den Link, wo Sie auch mehr Informationen über die vedische Astrologie-Schule finden. Dann gibt es seit Neuem eben eine offene Gruppe über die vedische Astrologie auf Facebook. Dort sind mittlerweile auch 15 Videos, wo Prominente gedeutet werden, das Weltgeschehen gedeutet wird, aber auch die tägliche Zeitqualität. Und falls Sie sich anschließen wollen, das ist natürlich auch gratis, sind Sie herzlich willkommen, mir auch auf Facebook zu folgen in der offenen Gruppe der vedischen Astrologie, wo sich Gleichgesinnte eben auch austauschen. Ja, dann bitte bedenken Sie das noch mit den beiden Finsternissen, der Mond- und der Sonnenfinsternis am 11. und am 26. Februar, 3 Tage vor diesen oder 3 Tagen danach sogar, auch nicht an den Tagen der Finsternissen, sollten Sie wichtige Entscheidungen treffen, da die Erfolgsaussichten deutlich getrübt sind, weil das Licht der Königin und des Königs am Himmel durch, ja, Rahu und Ketu verfinstert worden ist. Und das, wie gesagt, beeinträchtigt die Erfolgsaussichten Ihres Projekts, dass Sie vielleicht an diesem Tag oder an einem Tag, der in der Nähe dieser Verfinsterungen ist, diese Entscheidung, die Sie da treffen würden, und damit reduzieren Sie Ihre Erfolgsaussichten. Gut, ja, dann bleibt es mir nur noch, Ihnen selbstverständlich einen fantastischen Februar 2017 zu wünschen. Ich darf mich bedanken, dass Sie mir bis hierhin gefolgt sind und freue mich, wenn wir Ende Februar wieder drüber sprechen oder vielleicht auch schon Mitte Februar über die planetare Großwetterlage März 2017. Vielen, vielen Dank.